Ich grüße euch und nee, ich bin nicht Helmut, ich bin immer noch Igor und heute geht es mal nicht um Motherboards, sondern um irgendwelche Grafikkarten, CPUs, Kopfhörer, Lautsprecher oder ein anderes Gedöns. Nein, heute geht es mal um einen Helm oder besser gesagt um ein Zweirad und das knattert auch so schön. Ich habe einen guten Kumpel und mit einem guten Kumpel kann man ja eigentlich fast nichts abschlagen. So, und jetzt steht hier eine Spezialkamera auf dem Tisch. Das ist eine Optris Pi 640, die habe ich mal aus dem Labor kurz entführt. Das ist eine hochauflösende Infrarotkamera und die macht nicht nur Bilder, sondern die macht auch, wenn man das möchte, ein Video. Kann man wunderschöne radiometrische Videos machen, kann man aufzeichnen und nachher auch auswerten. Und genau das Teil kommt heute zum Einsatz, weil wir haben eine umgebaute Simme. Ein S50 war es mal, man weiß ja, wie das ist, ne? Dann kommt da noch so ein bisschen was dazu. Ich würde jetzt mal nicht Tuning dazu sagen, weil Tuning ist ein bisschen was anderes. Sagen wir mal ein Umbau. Da war erst ein bisschen vorsichtig, dann hat man das ein oder andere damit ergänzt. Am Schluss war es eigentlich ein S51 B4. Und da kommt man auch ein bisschen schneller vorwärts, ein bisschen schöner vorwärts. Weil das aber auch noch nicht gereicht hat, gab es dann noch einen anderen Zylinder. Es gab eine Wappezündung. Ja, und die andere... über die anderen Dinge möchte ich jetzt nicht reden. Ich zeige euch mal ganz kurz die technischen Daten von dem Teil. Wir fahren damit natürlich nicht auf der normalen Straße. Das möchte ich da mal voranstellen, weil rein theoretisch, man dürfte es gar nicht, weil das Ding ist eigentlich schneller als der Gesetzgeber erlaubt. Aber es macht natürlich Spaß, dass man weiß, dass man könnte, wenn man wollte und dürfte. So, diese Simme haben wir getestet. Und Sinn und Zweck jetzt dieser Videokamera, dieser ganz speziellen Infrarotkamera, ist eigentlich der, was passiert eigentlich mit so einem Moped, wenn es fährt? Was wird eigentlich jetzt am heißesten? Ja, du könntest den Motorblock angucken, es ist ja eine Luftkühlung. Und Luftkühlung kommt ja so von Wind, das impliziert, dass man das richtig schön kühlen muss. Und da kann ich jetzt so ein Moped stehen lassen, so ein bisschen im Standgas vor sich hin tuckern, da passiert erstmal nichts. Das haben wir überprüft. Wie warm wird eigentlich die Simme, wenn die eine Weile steht und so einfach vor sich hin blubbert und knattert? Das ist ein Teil. Jetzt ist natürlich nur die Hälfte der Wahrheit. Und wenn man fährt, ich kann ja diese teure Kamera und die kostet deutlich mehr als die Simme, ja nicht irgendwie da unten dran schrauben und dann fahren und gucken, was passiert. Nee, da mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Und da geht mein ganz besonderer Dank an die Kameraden der Feuerwehr. Jetzt muss man die nicht alle namentlich aufführen, weil wir haben ja auch Datenschutz. Aber ich zeige euch mal, was das für eine Kompanie ist. Schaut mal. So. Also das sind unsere Kameraden und die haben uns zur Verfügung gestellt eine Windmaschine. Das heißt, wir emulieren quasi den Fahrtwind, den ich normalerweise habe, wenn ich mit meiner Simme da so da sitze und richtig schön fahre. Bang, 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 bang. Dann kühlt das auch und wir wollten einfach mal probieren, kann ich mit dieser, ich will jetzt nicht sagen frisierten Simme, sondern mit diesem etwas modifizierten Moped im Stand mit Hilfe dieses Windmaschinchens messen, wie heiß wird eigentlich der Motor, meinetwegen da noch der Deckel an der Seite oder der Krümmer. Und der Krümmer, der hat es ja in sich. Ja, wollen wir mal schauen, dann haben wir noch ein bisschen Gummiabrieb da am Auspuff. Der ist ja auch wunderschön geeignet, damit man dort das Ganze ein bisschen erfassen kann. Kleine Einführung noch auch zur Infrarottechnik. Jetzt kann man ja nicht einfach Metall messen. Ganz so einfach ist das nicht. Ja, so einen kleinen Handheld da drauf zielen und gucken, wie warm das wird, ist ein bisschen kompliziert. Weil jede Materialoberfläche, vor allen Dingen Metalle, haben ja einen sogenannten Emissionsgrad. Das heißt also, man muss erstmal schauen, möglicherweise auch kalibrieren, welche Oberfläche, welche Temperatur letztendlich auch abgibt. Oder was man dort messen kann, es ist ja eine Strahlung. Und damit das alles einigermaßen ordentlich funktioniert, auch wenn meinem Kumpel da das Herz geblutet hat, habe ich speziell Messlack benutzt. Wir haben also schon mal geguckt, wo könnte denn das Teil wirklich am heißesten werden und habe dann dort meinen schwarzen Messlack drauf gemacht. Für alle zur Beruhigung, den kriegt man natürlich auch wieder ab, ja, da muss man auch nicht schleifen. Wir haben das an einer Stelle am Krümmer unten gemacht, wo man also optisch auch schon sehen konnte, dass es dort am heißesten wird, weil der Chrom da auch schon so ein bisschen sich verfärbt hatte. Dann das Ganze nochmal am Motorblock oben da, am Kerzenstecker auch mal gucken, was da so passiert. Ich meine, das sollte eigentlich relativ kühl bleiben. Ja, an der Seite da an diesem kleinen Deckel habe ich auch noch so einen kleinen Pips drauf gemacht. Einfach nur mal, um zu gucken, wie heiß wird dieser ganze Spaß.
Dann haben wir die Simmer auf den großen Platz vor der Feuerwehr hingestellt und haben die Windmaschine laufen lassen. Das ist natürlich auch ein Zweitakter, der macht genauso viel Krach. Und wisst ihr was, das Ding ist noch viel lauter. Die Simmer hat aber mehr PS. So, jetzt wollen wir mal schauen, was habe ich eigentlich dort gemacht? Und dann gehe ich mal schnell rüber, schalte mal zur Feuerwehr, setze mich da auf das Moped und dann messen wir mal. Und ich erkläre euch dann zwischendrin immer mal mit so einer kleinen Blende, was ich da eigentlich gemessen habe. Auf geht's. Ich grüße euch, hier ist wieder Igor und heute ist mal Gefahrenverzug. Hinter mir ist die Feuerwehr, das ist ein Simson, da ist meine Wärmebildkamera, das ist mein Laptop und dort steht meine Frau, die gerade filmt, aber nicht gesehen werden will. Und dort stehen die Kollegen der Feuerwehr, die gerade rauchen und auch nicht gesehen werden wollen. Was wir heute machen, wir werden dieses Moped mal testen und zwar im Stand, richtig schön aufheizen. Dort zeige ich euch, da steht eine Windmaschine. Mit dieser Windmaschine werden wir jetzt einfach mal Fahrtwind simulieren und mit meiner kleinen Wärmebildkamera mal aufnehmen, was hier unten so passiert. Das heißt, wir werden sehen, welche Temperaturen können wir messen. Jetzt nehme ich diese Casco-Halbschale mal ab, weil im Endeffekt mir kocht schon der Schädel. Bis gleich, ich blende gleich nochmal rum. So, atmen wir mal ganz tief durch. Riecht ja schön. Ich habe mich da daneben hingesetzt und habe das Ding dann mal tuckern lassen. Und da kann man ja schon mal ein bisschen anfangen zu kalibrieren. Dann hat man auch so ein bisschen die erste Einschätzung, was dort eigentlich für Temperaturen entstehen. Das zeige ich euch mal. Wir haben also die kleine Windmaschine erstmal ausgelassen und haben das Ding einfach noch hingestellt und bam, 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 pluppern lassen. Und mal geguckt, was wird jetzt eigentlich heiß oder besser gesagt, was bleibt relativ kühl. Und es war erstaunlich, weil rein theoretisch, ich hätte also deutlich mehr erwartet. Es war noch relativ erträglich. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz im Video als Aufzeichnung. Das ist ja mal noch gar nichts. Das ist Mädchenkram. Das ist was für Warmduscher, für Leute, ja, die auch gerne mal im Winter ihre Finger irgendwo drauflegen wollen, weil es halt ein bisschen kalt ist. Da passiert nichts. So, jetzt machen wir mal den Gegenbeweis. Ich schmeiße erstmal die Windmaschine an und dann schauen wir mal, was letztendlich dort bei dem Moped so hinten rauskommt. Vor allen Dingen, was da unten so die kleine Abgase mit dem Krümmer machen und wie sich dieser Motorblock im Windfluss verhält. Wir haben dann auch die Windmaschine noch so ein bisschen hin und her gerutscht, um mal zu gucken, letztendlich, wo dann die optimale Position ist. Hat ganz gut funktioniert und im Endeffekt, wenn man sich draufgesetzt hat, war genauso kalt, als würde ich jetzt irgendwo dann den Berg runterdüsen. War schon relativ real. So. Plus mal ein kleiner Tipp, also mit der Simme kann dann so ein schwerer Brocken wie ich, und das sind ja deutlich über 100 Kilo, auch deutlich über 90 km/h fahren. Guckst du. Und dafür braucht man natürlich auch richtig viel Wind. Und genau den werfe ich jetzt an.
Tja, nun wärmt sich der ganze Spaß so langsam auf. Dauert natürlich eine Weile. Kann ich euch noch ein bisschen das Ohr abkauen und noch ein bisschen was dazu erklären. Natürlich habe ich es auch im Hintergrund im Zeitraffer laufen lassen, weil was soll der ganze Spaß? Also wir können jetzt hier noch eine Viertelstunde sitzen und da wächst uns noch ein zweiter Bart. Das muss auch nicht sein. Es wird jetzt so langsam heiß, vor allem unten am Krümmer. Und das entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich. Das werden dann am Schluss etwas über 250 Grad unten am Krümmer. Der Motorblock ist übrigens deutlich kühler. Logisch, wir haben ja auch Fahrtwind, wir haben die Kühlrippen und die saugen den auch so richtig schön auf. Also da findet ein ordentlicher Wärmeaustausch statt. Und wenn man sich dann hinter die Simme stellt, dann kommt es nicht nur heißer als ein Auspuff raus, sondern dann auch so die warme Abluft. Die Windmaschine tut, was sie soll, 1, Simme 0 immerhin. Also der Fahrtwind, den diese Windmaschine erzeugt, der haut mich zwar nicht da aus dem Sattel, aber er reicht locker aus, um diese Simme auch, ich sage jetzt mal realitätsnah, so schön runterzukühlen, dass dort nichts explodiert, dass auch der Krümmer da unten nicht wegschmilzt oder der Auspuff da irgendwie die Flogge macht. Ne, das reicht vollkommen aus. Das Teil ist also absolut belastungssicher und ich kann es jetzt mit dieser Windmaschine auch im Stand voller Pulle durchleiern lassen. Tja, was haben wir wieder gelernt? Wenn man es gescheit umbaut und es nicht übertreibt, hält so ein Moped eigentlich ewig. So. Das Video, das widme ich meinem Kumpel. Jetzt kann er seine Simmer auch ganz beruhigt verkaufen. Und jeder, der dieses Ding dann mal sieht, weiß, hä, das war seine Simmer. Da kann er sich dann drauf beziehen und freuen, dass er sie nochmal sieht. Hm, hat doch auch was. Und die glückliche Käuferin, der wünsche ich noch viel Spaß mit dem Teil. Ob man dann draußen rumfährt oder irgendwo wie hier auf einem riesengroßen abgesperrten Areal, ist nicht mein Problem. In dem Sinne, ich wünsche euch was und pflegt eure Simme immer schön. Das lohnt sich. Alles klar. Tschüss. Salvatore.